Dein Kind wird es lieben, wenn du die nächste Geschichte mit diesen Erzähltechniken erzählst. Hi, mein Name ist Annelies, ich bin Kindergärtnerin und Grundschullehrerin und in diesem Video zeige ich dir 6 Erzähltechniken, damit das Erzählen von Geschichten und Bilderbüchern ein Erlebnis wird. Aber keine Sorge, du musst nicht alle Punkte umsetzen, damit eine Geschichte spannend erzählt ist. Der erste Punkt, die Dramatisierung. Verwende unterschiedliche Stimmen und unterschiedliche Tonlagen, um die Charaktere im Buch zum Leben zu erwecken. Zum Beispiel so. Hext dir gerade was Schönes? Fragt Merope. Schön wär's, krächzte der Rabe. Zweitens, stelle Fragen. Stelle Fragen während dem Lesen, um das Interesse und die Konzentration des Kindes zu fördern und um seine Fähigkeit zum Zuhören und zu verstehen zu verbessern. Zum Beispiel so. Das ist die Prinzessin. Was soll sie sich denn wünschen? Was wünschst du dir zu Weihnachten? Drittens, mache Pausen. Nein, nicht so langweilige Pausen, sondern mache Pausen, um die Aufmerksamkeit des Kindes auf bestimmte Illustrationen zu lenken und um die visuelle Wahrnehmung zu fördern. Zum Beispiel so. Pass auf, Runzel. Ich wette mit dir, dass du es nicht schaffst, noch einmal zu hixen. Wenn ich gewinne, kriege ich einen Lebkuchen von dir. Hexenlebkuchen sollen nämlich lecker sein, sagt man im Himmel. Und wenn du gewinnst, darfst du meinen Stern behalten. Viertens, Interaktionen. Ermutige das Kind, mit den Charakteren zu interagieren und die Handlungen nachzuspielen, um seine Kreativität und Vorstellungskraft anzuregen. Es klappt übrigens super gut mit kleinen oder großen Rollenspielen, wie zum Beispiel mit Playmobils oder mit Verkleidungsmaterial. Beides ganz tolle Sachen als Weihnachtsgeschenk. Fünftens, Musik und Geräusche. Das ist eine meiner größten Herausforderungen, diese Erzähltechnik umzusetzen. Verwende beispielsweise Musik und Geräusche, um die Stimmung des Buches zu unterstützen und die Aufmerksamkeit des Kindes zu fesseln. Das könnte so aussehen. Merope klopft ans Fenster. Als die Hexe Furunzel öffnete, sagte das Sternmädchen höflich: Guten Abend, liebe Hexe. Ich heiße Merope und mir gehört der Stern auf deinem Haus. Sechstens, Vorhersage und Rückblick. Ermutige das Kind, vorherzusagen, was als nächstes passieren wird und zurückzublicken, um zu sehen, ob es auch recht hatte. Dies hilft wiederum, das Verständnis der Handlungen und der Charaktere zu fördern und die Konzentration zu verbessern. Gerade der Punkt der Vorhersage finde ich super spannend, weil da manchmal echt lustige Sachen der Kinder herauskommen und die Kreativität auch wieder gefördert wird. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Hier sieht man, wie ein alter Mann mit Bart schläft. Was denkst du, worum geht's in dieser Geschichte? Du siehst also, man kann mit diesen Erzähltechniken echt viel lernen und das Geschichten zu hören macht so viel mehr Spaß. Ich habe dir aber noch einen wichtigen Tipp. Gerade bei jungen Kindern kannst du die gleiche Geschichte immer und immer und immer wieder erzählen, ohne dass es ihnen langweilig wird. Und je besser du die Geschichte kennst, umso einfacher wird es auch, diese Erzähltechniken umzusetzen und zu üben. Und lass dich bitte nicht unterkriegen, wenn es nicht von Anfang an funktioniert. Dein Kind wird es nicht stören und Übung macht den Meister. Ich kenne das Problem, weil ich das selber immer wieder habe. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Umsetzen und schreib doch gerne in die Kommentare, welche Geschichte oder welches Bilderbuch du am liebsten erzählst. Und wenn dir das Video weitergeholfen hat, freue ich mich sehr, wenn du ein Abo da lässt. Und wenn du wissen möchtest, was dein Kind effektiv beim Geschichtenerzählen lernt, dann schau dir unbedingt dieses Video an.